So, herzlich willkommen, Klicker Hero Folge 83. Ich habe eine Menge offen. Ist nicht weiter wichtig. Wir sind hier. Und zwar können wir, glaube ich, gleich ein Ascension machen, weil ich glaube, ich komme nicht mehr allzu viel weiter. Das heißt, Augen zu und klicke die Klick. So, mir ist etwas aufgefallen. Und zwar auch noch eine Sache, die hier anders ist als bei neueren Versionen, die später halt geändert wurden. Und zwar genau der öfters angesprochene Bob, der hier, der unsere maximale Transcension Primal Hero Award, also das Ding hier. Wie viel wir immer. Ne, wir bekommen ja bei Primal Bossen immer zwei Zahlen. Einmal bekommen wir die Hero Souls direkt vom Boss. Die steigen ja immer. Und dann bekommen wir auch noch einen Transcendent Power Bonus. Der steigt auch immer. Allerdings nur bis zu diesem Wert. Und ja, da ist jetzt die Frage, weil diesen Cup, den gibt es später nicht mehr. Ne? Heißt also, später steigen einfach beide Werte beliebig hoch an. Also beliebig hoch weiß ich nicht, aber auf jeden Fall viel höher. Weil halt dieser Maximumwert hier entfernt wurde. Dadurch hat Bob auch später eine andere Funktion. Aber eben in der Version ist halt dieser Maximumwert drin. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber wir kommen, kann auch sein, dass wir nicht weit über Level 2000 kommen. Wir müssen irgendwie mal versuchen, dass wir ein bisschen weiter kommen als Level 2000, dass wir irgendwie diese Marke gebrochen bekommen. Jetzt bin ich allerdings am Überlegen, wie wir das am dümmsten anstellen, weil ich sag mal, mit Idlen könnte man es machen, würde aber sehr lange dauern. Naja, wobei es die Frage wäre, wie lange. Also wäre tatsächlich machbar. Ja. Aber müsste man gucken. Oder die Alternative wäre nämlich, dass wir wieder auf aktiv wechseln. Also praktisch uns erstmal hocharbeiten. Bis Level, bis Level 2000 noch was. Ne, gerade eben war ich auch schon bei Level 2070 oder so. Unser Rekord liegt aber wesentlich höher. Unser Rekord liegt schon weit bei 2276. Ob man praktisch wieder in den aktiven Bild wechseln und da dann versuchen, einfach so weit wie möglich durchzudrücken, dass ich praktisch wieder über mehrere Aufnahmen hinweg, also in dem Fall mehrere Tage, praktisch die Kombo sammle und die mal weiter hochtreibe. Eben, also ob wir es so machen oder ob wir es mit einem mit dem passiven Bild machen. Die Frage wäre, was tatsächlich effektiver wäre, weil im passiven Modus, da haben wir halt mittlerweile sehr viele Bonusse, ne? Jüngst kam ja der hier hinzu und der arbeitet auch nur, wenn idle ist. Das heißt, es ist tatsächlich die Frage, ob wir im aktiven Bild mit diesem Klicker hier, mit der Combo, tatsächlich noch auf lange Zeit gesehen besser wäre. Ich meine, wir könnten die Solo doch hochskillen, ne? Er ist ja gerade mal Level 500 und wir haben ja mittlerweile wieder 53 Millionen Hero Souls. Ist ja sowieso hier neuer Weltrekord. Also bei uns jetzt. Ja. Was willst du hier? Ist hier was fertig? Ja. Hoffen wir diese Goldmission. Sehr schön. Ja, wie machen wir das? Weil die Sache ist, bis andauernd Ascendant, da kommen wir zwar in diesen Millionerbereich rein, ne? Aber das Problem ist halt, ich komme nicht mehr viel weiter, weil der Wert hier, 53 Millionen, der steigt zwar immer weiter, aber prozentual gesehen steigt er jetzt mittlerweile bloß noch um ein paar Dutzend Prozent. Das heißt, es bringt uns nicht mehr so viel weiter. Wir müssen also irgendwas machen, was uns praktisch so richtig nach vorne kickt. Und das kriegen wir allein mit den Hero Souls nicht hin. Sondern dann müssen wir irgendwie einen Vorstoß leisten, indem wir halt praktisch einfach versuchen, so lange wie möglich in einer Ascension drinnen zu bleiben. Also wenn ich mal bedenke, wie lange ich schon hier bei Astrea hänge, ne? Weil aktueller Stand ist, dass wir immer bis zu ihr kommen und sie dann so ungefähr bis Level 220, 230 bekommen. Viel weiter nicht. Also
viel weiter schon, aber ab dann dauert es halt sehr lange. Die Frage ist, nehmen wir dieses lange in Kauf und versuchen es immer weiter hochzudrücken und dann irgendwann auf ihn drauf zu kommen und dann auf ihn und dann auf ihn und lalalala, also in einer Session natürlich nicht, klar. Oder ob wir gucken. Ah ne, doch, wäre tatsächlich fast das Beste. Na gut, dann probiere ich das heute mal. Wie gesagt, die eine Sense auf jeden Fall durchdrücken. Ich muss halt nur gucken, ob ich das aktiv mache oder passiv. Weil ich meine, mit den aktiven komme ich derzeit ungefähr bis naja, über Level 2000, aber nicht viel weit. Also Level 2010 oder 2030 oder sowas, ne? Und mit dem passiven Bild komme ich halt nochmal gute 200 Level weiter. Verdiene aber halt dafür kein Geld mehr, weil, ne, damit ich wieder Geld verdiene, müsste ich viele, viele Level mehr kommen, damit ich wieder so viel Geld verdiene wie mit dem Idle-Bonus auf die niedrigeren Levels. Von daher wäre das vielleicht zwar gut, um wie gesagt nochmal ein bisschen nachzudrücken, aber nicht um stetig weiterzukommen. Da ist denn tatsächlich die Eile-Strategie wahrscheinlich besser. Von daher denke ich mal, ich versuch's. Also, wir machen jetzt mal ein bisschen experimental, ne? Ich versuche mal jetzt in der Aufnahme, bis zur nächsten Aufnahme, komplett eine Ascension durchzudrücken mit dem Passiven. Ne? Das heißt, du kommst zum Beispiel schon mal weg. Und dann versuchen wir mal bei der nächsten Aufnahme, also praktisch ab morgen, dann nochmal einen Tag mit einem aktiven, also mit einfach mit Autoklicker die ganze Zeit durchklicken und gucken mal, bei was wir besser vorankommen und vor allem, wie weit wir überhaupt kommen an einem Tag. Und wenn wir merken, okay, wir kommen an den einen Tag auch nicht viel weiter als Level 2500, ja, dann ist das leider so, wobei ich mich echt frage, warum? Weil ich meine, bei der letzten Transition, da kamen wir auch über Level 3000. Das heißt, an sich müsste das funktionieren, dass wir rüberkommen. Wir müssen uns halt nur ein bisschen, ich sage jetzt mal, Zeit nehmen. Wir kriegen hier absolute Maximum, die wir hatten. Hä? Moment mal. Hä? Na gut, also. In dieser Ascension. Ja. Hatten wir das höchste Level. Das ist hier unser Maximallevel, was wir jemals hatten? Wir kamen noch nie da drüber? Ich dachte, wir waren schon bei Level 3000 oder so, also bei Ebene 3000. Ja gut, dann haben wir unser alten Rekord schon gebrochen. Lol. Ja gut, wie gesagt, trotzdem müssen wir gucken, dass wir weiterkommen. Ich war mir irgendwie so, dass wir fast bei Level 3000 oder über Level 3000 waren bei der alten Transcension. Also, bevor wir jetzt transcendet haben, ne? So. Ah, gib mal her. Okay. Kann ich überall nochmal 100 Level raufgeben? Das wird zwar jetzt keine Rolle spielen, weil wir machen ja diese Ascension machen wir jetzt passiv. Von daher brauche ich diese ganzen Skills hier alle nicht. Also die über Level 100 sind, weil klar. Hier bis Level 100 gibt es natürlich auch Skills, die im Passiven was bringen. Ne? Gerade hier so wie König Medias, der uns mehr Gold bringt. Oder hier die Dame, hier Bäcker, Betty Klicker, die uns DPS gibt. Die bringen natürlich auch im Idle was. Aber die ganzen Dinger, die über Level 100 sind, also die man bekommt, wenn man über Level 100 geschafft hat bei den jeweiligen Helden, die sind halt meistens nur für Klickschaden oder kritischen Schaden. Und das brauchen wir bei Idle eigentlich nicht. Von daher bringt das eher weniger, aber ich mache einfach mal alle hier auf Level 200, einfach weil ich es kann. Da
Dann haben wir wenigstens auch gleich Armin Hop hier drinne und können dann hier, haben wir gleich den Button. Wie gesagt, normalerweise hebe ich die alle immer gleich auf Level 1000, aber das geht hier leider nicht wegen, weil, ja, da müsste ich über 10 mal raufklicken und darauf habe ich keinen Bock. Definitiv nein. So, jetzt haben wir soweit schon mal alle, können wir gleich mal die ganzen Dinger kaufen. Bup, sehr schön. Was haben wir noch ein bisschen extra Stärke? Und die Frage ist, machen wir mit den Hero Souls was? 1000 Level würden kosten 2,5 E6. Das könnten wir tatsächlich leisten. Ich bin einfach mal so verrückt und tue es. Ich weiß noch nicht, was ich mir davon erhoffe. Aber einfach weil wir gerade das Geld haben und irgendwie versuchen müssen, hier durchzukommen, tue ich es einfach mal. Klick. Spaß. Nee. So, dann Level 1000, wo ist der andere? Das, du hast bereits Level 1000, hier ist ja noch ein 500er. Der da. Achso, ja genau, unser Jaggernaut. Ne, den lassen wir mal in der Essential, lassen wir den erstmal. Weil erstens wird unser Geld langsam wieder in den Linien, ne? Wir haben gerade noch die Hälfte. Und er bringt uns halt in diese Essential einfach mal gar nichts. Von daher lasse ich den jetzt erstmal und um den kümmern wir uns dann in der nächsten Essential. So. Was ich aber nochmal mache, ist jetzt endlich bei dir alle ein bisschen hochleveln. Das wären 2 Millionen pro Typi. Der hier ist relativ unwichtig. Der hier wäre wichtig, aber nicht fürs Hochleveln als solches, sag ich jetzt mal. Von daher am wichtigsten sind eigentlich die beiden hier. Ne? Und einen anderen 15er haben wir nicht mehr, genau. Wir haben also 4 15er, von denen 2 wichtig wären. Die Frage ist, leveln wir alle 4 hoch, dann bräuchten wir 8 Millionen Hero Souls. Könnten wir stemmen? Oder sagen wir, nee, wir machen nur die beiden unteren. Die Sache ist halt, es sind halt so gerade mal 5 Level, die wir machen könnten. Das heißt, wir hätten halt hier so ungefähr Level 480% plus, also 100% mehr. Und wo die Frage ist, bringt das so viel? Hier würde es das fast wahrscheinlich schon mehr bringen. Das wären hier immerhin 5,4% danach, so ungefähr. Ja, wäre quasi auch ein Viertel mehr gerade mal. Es wäre überall. Es ist halt immer ein Viertel, ne, ein Viertel mehr. Und ja, von Level 15, 5 Level mehr ist ein Drittel mehr, aber die haben ja hier immer einen Startwert, der das Ganze ein bisschen verzerrt. Von daher, effektiv gesehen, ist es ungefähr zwischen einem Viertel und einem Fünftel. Hä? Zwischen einem Viertel und einem Drittel. So. Ja. Ba-ba-bram. Wisst ihr was? Ich mach's ganz einfach, weil ein Level bringt jetzt kaum was. Das heißt, wir machen die alle bis Level 19, dann sparen wir unterm Strich jeweils 1 Million. Und das eine Level, was wir praktisch vermissen, das ist so irrelevant, das können wir, das verkraften wir schon. Ne? Also, ne, ist ja hier, wir sind da hier nicht. So, jetzt haben wir den perfekten Hybrid. Und ansonsten wäre halt noch die Frage, das wäre aber eine Aktion, die ist relativ, ich weiß nicht. Und zwar, wie gesagt, die Frage ist, ob wir uns den hier holen sollten. Wenn ja, würden wir. Also ich würde dann natürlich warten, bis wir hier plus 10 haben, klar. Die haben wir aber definitiv morgen zusammen. Oder für oder übermorgen, je nachdem. Die Sache ist ganz einfach, wir müssten dafür nochmal Transzenden.
Das heißt, es würde uns wieder mächtig zurückwerfen, weil wir müssen halt wieder, ne, wir müssen halt wieder von vorne anfangen. Die Rubine dafür hättet ihr mittlerweile schon. Ne? Wir könnten vielleicht drei Ascensions machen. Das wäre also nicht so schlimm. Also drei Quick Ascensions. Das wäre nicht das Problem. Aber wir müssten wieder komplett von vorne anfangen. Und die Sache ist, wir kriegen pro Level gerade mal 10% plus. Das heißt, wir haben halt unterm Strich, selbst wenn ich ihn auf Level 10 bringe, haben wir hier gerade mal das Doppelte. Klingt zwar erstmal schön, ne? 10.000. Aber diesen Maximum von 10.000 haben wir dann auch wieder extrem schnell erreicht. Damit kommen wir tatsächlich nicht viel weiter. Damit schaffen wir es vielleicht bis 2.500, dass es bis dahin steigt. Aber ab spätestens Level 2.500 laufen wir dann wieder ins Maximum. Wenn nicht sogar schon viel früher. Ja, von daher bin ich da gerade ein bisschen uneinig, sage ich mal, ob wir den hier holen sollten oder ob ich ihn ganz einfach tatsächlich einfach liegen lasse. Ne? Das hier bringt dann natürlich noch weniger, weil das sorgt nur dafür, dass wir schneller hier reinrennen. Also das bringt uns genau gar nichts. Ja. Ach so, und hier hatte ich damals einen Fehler gemacht. Also das hier ist natürlich nicht die Kosten hierfür. Beziehungsweise kann natürlich sein, dass auch das hier beeinflusst, klar. Aber primär beeinflusst das hier natürlich die Kosten. Ne? Ich hatte da letztens den falschen Reiter gegriffen. Also die Preise sinken natürlich. Ich weiß jetzt nur nicht auf welchem Maximumwert. Aber ich glaube, der ist gekappt. Maximum Level 150. Hä? Das 5% und das 150 Mal? Das wären ja. Hä? Ja gut, kann natürlich sein, dass es immer weniger wird. Ne, wie gesagt, ja. Wenn das Maximum Level 150 ist, dann ist es wahrscheinlich irgendwann so, dass er so gegen die 90% und über 90% kommt. Also quasi immer weiter an 100% dran. Sodass die hier irgendwann fast quasi gar nicht mehr kosten. Das Problem ist halt, ich weiß gerade nicht, ob er pro Level 1 kostet. Ich kann auch noch mal gucken hier. So. Wie gesagt, die Sache ist halt, er hat später seinen Effekt verändert, ne? Also it helps with essential cost. He decreases the number of hero source cost. Oder? Hat er sein Level? Oder gibt es den immer noch? Nee, Quatsch, das ist doch der. Den es immer noch gibt. Eben, einer von den wenigen, ne? Die nach wie vor immer noch enthalten sind. So. Gucken wir mal. Doch, die gibt es immer noch. Die gibt es immer noch. Ja, genau. Das heißt also. Ach, ist sogar eine Wetttabelle. Genau. Hier, ne? Bis Level 150 würde also fast 100% der Kosten wegnehmen, sag ich jetzt mal. Also halt. Allein, wie sagt man? Uns die Kosten erlassen. Nennt es wie ihr es wollt. Uns einen Rabatt geben oder so. Das Problem ist halt, das ist halt erst ab Level 150. Und wir würden jetzt angenommen mit unseren 10 Stück oder selbst wenn wir ihn auf Level 15 heben, wie die anderen hier, ne? Er ist halt leider einer, der kostet pro Level nicht ein, sondern es wird halt auch immer mehr. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das schon immer so war. Wir können einfach mal ein bisschen experimenteln, ne? Wir können einfach mal ein bisschen gucken. Weil meines Erachtens nach ist in dieser Version, dass jeder pro Level einkostet. Wir können ja mal erst gucken. Oh, safe, ne? Ich stehe sowieso mal wieder an. Ab und zu mal. Ich habe schon wieder im falschen Ordner gespeichert. Warum speichert er es immer in einen anderen Ordner? Du solltest in Download speichern. Du Gott, verdammter Hurensohn. Danke. Ja. Arschloch. So.
Wir machen einfach mal experimentelles Transzenden. So. Jetzt gucken wir mal. Na genau, er kostet pro Level 1. Das heißt, wir würden bei Level 15 die Hälfte sparen. Das ist ungefähr, das bringt unterm Strich genauso viel, wenn wir sagen, hier, na nee, also es würde schon mehr bringen, definitiv. Die Frage ist, ob es jetzt so viel mehr bringt. Gucken wir mal, wie der hier skaliert. Ja, genau, pro Level 10, genau. Ja. Das ist halt, ich meine, wenn ich jetzt beide hier holen würde, ne, dann hätte ich halt schon insgesamt einen Bonus von 400, also vom Faktor 4, ne. Hier hätten wir das Doppelte und, also der Doppelte an Hero Souls und jeder kostet nur die Hälfte an Hero Souls. Das heißt also, wir hätten das Doppelte mal das Gegenteil von der Hälfte, also auch wieder das Doppelte, ist gleich das Vierfache. Die Sache ist ganz einfach, so viele Hero Souls, wie wir dafür bräuchten, hätten wir nur, wenn wir dafür dienen und den anderen nicht klingen lassen und dann würde uns das wiederum nichts bringen. Es ist halt so, es ist halt so ein bisschen so, ne, ich weiß nicht, irgendwie alles nicht ganz so schnieker. So, was ist denn hier los? Oh mein Gott, warum stagniere ich denn? Was tue ich denn? So. Easy. Ja, von daher würde ich das tatsächlich erstmal so lassen und hier erstmal gar nichts mehr machen. Wie, ne, ist ja sowieso alles verbunden mit einer Transcension. Und erstens, Transcension hatte ich eh nicht mehr vor. Und zweitens würden wir dann halt wieder von vorne anfangen müssen. Und wie gesagt, es würde jetzt nicht so viel raushauen. Gut, hier haben wir ansonsten soweit alles jetzt aufgelevelt. Könnte ich hier den noch mal um 500 erhöhen? Sieht gut aus. Dann mache ich das mal. Und den Kollegen auch. So. Ich hoffe mal, das war kein allzu dummer Fehler. Aber jetzt haben wir zumindest wieder alle auf dem gleichen Level. Und haben immer noch 19 Millionen Hero Souls übrig. Das sollte reichen. Wir haben also mehr als die Hälfte ausgegeben. Haben aber dafür auch gut investiert, sag ich jetzt mal. Ja. Naja. Okay, dann würde ich mal sagen, viel mehr als das bleibt es doch erstmal gar nicht. Von daher würde ich mal sagen, ich lasse das Ganze erstmal so, wie es ist. Dann speichern wir nochmal. Und dann sollte das mit dem Ding auch erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns gleich zu... schließt das Ding ein bisschen gleich mal hier. Und dann sehen wir uns gleich zu Doom Eternal wieder. In dem Sinne dann, ciao mit V.